So, Freunde, ich bin wieder mal in meiner kleinen Werkstatt und möchte euch ein neues Gimmick vorstellen. Habe ich gestern bekommen. Nicht neu, sage ich gleich im Voraus, habe ich bei eBay gekauft. Habe auch schon einige Probeschnitte gemacht. Ihr wisst denn schon, was sein könnte, wenn ich sage Schnitte. Ja. Also, seid gespannt, bleibt dran, es geht gleich weiter. Geht weiter, da ist sie. Ich habe mir eine Dekupiersäge zugelegt. Und zwar deshalb, damit ich mit meinen Modellen bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn Schnitte zu machen sind oder Nacharbeiten und dergleichen, dann braucht man nicht mit einer Handsäge, also mit so einer Laubsäge. Ich meine, Dekupiersäge ist ja nur, naja, sagen wir mal so, eine motorisierte Laubsäge. Also eine Dekupiersäge. Und zwar habe ich mich für dieses Modell entschieden, weil ich von der Qualität dieser Marke besonders überzeugt bin. So, und zwar habe ich Folgendes gemacht. Habe mir ein neues Sägeblatt eingespannt hier. So, ich werde euch mal kurz erläutern, wie dieses Prozedere vor sich geht. So, nimm das mal hier weg kurz. So, den hier mal auch runter. So, leider ist mir vorhin ein Missgeschick passiert. Ich habe leider die Aufnahme durcheinander gebracht. Und zwar habe ich aufgenommen mit Full HD in 120 Bildern pro Sekunde. Da ist der Ton natürlich dann so, man hört dann nur noch mal. Kann man natürlich nicht gebrauchen. Deshalb muss ich jetzt leider nochmal diesen Part filmen. Und es ging ja in erster Linie um die Sägeblätter, genau. Dann fangen wir mal damit an, mit den Sägeblättern. Okay. Also, Sägeblatt habe ich eingespannt, hier. Das mit der Spannung des Sägeblattes ist so eine Sache. Da muss man also ein bisschen, ich sage mal, Fingerspitzengefühl entwickeln. Ich habe ja also eine gute Dreiviertelstunde gebraucht, um erstmal die richtige Spannung rauszukriegen. Aber man kriegt das raus, indem man den Wahlschalter auf 1 stellt. Also den hier, die Geschwindigkeit, hier den Hubschalter auf 1 stellt und dann kurz einschaltet. Und wieder ausschaltet, dann sieht man, ob sich dieses Sägeblatt nach allen Seiten verbiegt oder ob es gerade bleibt. Und dann kann man es auch ein bisschen spannen. Gespannt wird das Sägeblatt hier oben an diesem, ja, sagen wir mal, Aluteil. So, also die Maschine als solche ist ja sehr massiv. Ich weiß nicht, wie andere Maschinen gebaut sind. Dieses Auflageblech hier ist Alu. Guss und zwar plan gezogen. Der Arm ist Alu. Hier alles Metall. Also Plastik ist eigentlich nur der Schlauch, der Luftschlauch. Und ABS ist mit Gehäuse. Gut. Dann gibt es hier nicht vergessen zwei Schrauben. Da und dort, damit das Gerät fest geschraubt werden kann, weil es wandert ja doch beim Sägen. Muss man also berücksichtigen. Wenn du das wegstellen willst, also wenn du jetzt nicht so wie ich das gemacht habe, hier Teil auf die Arbeitsplatte schrauben möchtest, dann kann man sich ein Brett drunter schrauben und das dann mit Zwingen an die Arbeitsplatte festzwingen. Ich werde nachher die Schrauben lösen und werde das Gerät da in meinem Regal stellen. Dann hat er natürlich eine Absaugung, eine Originalabsaugung mit Adapter. Also entweder schon gummidick, entweder direkt an den Auslass ran oder mit Hilfe dieses Gummiteils hier. Kommt dann hier rauf. Ja, und dann kann die Absauganlage hinten ran. Mache ich jetzt nicht, wenn ich nachher hier euch hier so ein Stück aus Birke, Esche, tralala. Also auf jeden Fall ist es Hartholz. Sägen werde.
Brauchen wir die Absauganlage nicht. Die Absauganlage steht dort. Da ist sie. Habe ich euch das letzte Mal schon vorgeführt. In Werkstatt 2. Genau. So, und jetzt geht's also nochmal um die Sägeblätter. Ich habe ein Standardsägeblatt genommen mit einer Normalverzahnung. Mal sehen, ob man das erkenne. Ja, kann man gut erkennen. Warte mal, ihr könntet das natürlich auch noch ein bisschen anders machen. Weiß. Weißer Hintergrund ist mein. Also eine Normalzahnung. Ich glaube, das müssten 10 oder 12 Zähne pro 25 Millimeter sind. Komischerweise rechnen die immer die Zahnung auf Millimeter. Inwieweit, ja, was die sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht, aber es wird einen Grund haben. Also, das ist ein Standardblatt. Und jetzt kommen wir hier zur Installation dieses Blattes. Nehmen wir mal den Anschlag weg. Hier bei dieser Marke gibt es hier an der Seite eine Klappe. Die öffnen wir, indem wir mit dem Imbusschlüssel, Vorführeffekt, so die Schraube löst, das Ding abmacht. Und dann kann man wunderbar, ich nehme das mal hier zur Seite, das auch. So, kann man hier ganz, oh, sorry, kann man hier ganz wunderbar hier reinschauen. Ja, genau. Und da sieht man dann, wenn man sieht, diese Feststellschraube, da ist er. Genau. Diese Firma, ich mache das noch ein bisschen anders. Ja, schneiden. So, also, man sieht dann diese Feststellschraube. Da gehst du mit dem Imbusschlüssel ran. Ich meine, beim Vorführen jetzt ist es ein bisschen doof, aber geht. Also, wir haben hier eine Feststellschraube. Wo kann man das sehen? Kann man sehen. Da. Die wird um zwei Umdrehungen nach links gelöst. Da sieht man schon den Auslass für das Sägeblatt. Gelöst mit dem mitgelieferten Schlüssel. Hier ist er. Jawohl. Mit dem mitgelieferten Schlüssel gelöst. Dann kommt das Sägeblatt rein. Hier von oben reingesteckt. Und die ersten Blätter, die ersten Zähne sollten unten rausschauen. Ja, so. Dann wird die Schraube wieder angezogen. Ja, zwei Umdrehungen nach rechts. Auch wenn einige bei YouTube sagen oder behaupten, das ist ein bisschen umständlich und schwierig und also umständlich und schwierig ist, also ihr könnt das nicht sagen. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Verschließen wir. Und dann kommt das Ding hier rein, kann nicht verloren gehen. So. Ach so, na, dann geht es ja hier weiter. Das gleiche haben wir hier oben an der Säule. Hier ist auch so eine Feststellschraube. Die wird auch zweimal nach links gedreht, ist dann lose und dann kann man mal sehen, ob man das sieht, ob das klappt. Dann kann man also das Sägeblatt mal sehen, ob ich die scharf stellen kann. Müsste eigentlich. Fokus, ja. Dann kann man das Sägeblatt da unten, hier unten einführen und die Feststellschraube wieder zudrehen. Dann haben wir natürlich das Schöne an der Säge ist, dass wir hier noch eine Maßeinteilung haben. Wir können hier Blätter verwenden von 80 mm Länge. Huch, wo bist du da? Über 110 bis 140. Also zwischen 80 und 140 mm können die Sägeblätter verwandt werden. Das heißt, wenn das mal reißt, nachmessen, ob es noch 80 mm hat. Dann kann man also auch dieses Sägeblatt noch verwenden.
Also eigentlich ist das eine gute Sache. So, dann haben wir als weiteres hier oben die Einstellung für den Niederhalter. Da. Und im Niederhalter ist ein ganz kleines Loch. Mal sehen, ob man das sehen kann. Versucht das mal hier. Da. Da ist so ein kleines Loch da drin. Und da drin ist so ein kleines Loch. Das sieht man. Und dieses Loch hat hier oben den Kunststoffschlauch, Gummischlauch, Kunststoffschlauch. Und beim Hub wird Luft durch den Schlauch geführt. Hier rein und durch das Loch raus, durch das kleine Loch raus da unten. Und hält somit den Sägebereich praktisch, ja, ich will mal sagen, spanfrei. So, so möchte man das mal ausdrücken. So, hier ist die Verstellung für die Höhe, je nachdem, was für ein Sägeblatt eingeführt ist. Wir haben jetzt hier ein 130er Sägeblatt. Das ist so ein Standardsägeblatt, was überall verkauft wird. Ein 130er Sägeblatt drin, also maximal 140er Sägeblätter können verwendet werden. Wobei ich nicht weiß, ob wir hier Sägeblätter mit Steg verwenden können oder ob hier nur Sägeblätter ohne Steg verwandt werden können. Ich habe also nur Sägeblätter ohne Steg. Muss ich noch dazu sagen. So, wenn also das Sägeblatt fixiert ist, fertig installiert, gespannt, dann können wir den Schlüssel hier wieder reintun an der Seite. Das ist auch eine schöne Sache, eine Ablage. Wunderbar. Und dann haben Sie hier auf der Seite auch noch eine Ablage. Aber da tue ich jetzt keine Sägeblätter rein, weil kommt man ja nicht ran. Kann die Dinger rausnehmen. So, dann haben wir hier die Hubverstellung. Ich glaube 500 bis 2500. Und Ein- und Ausschalter natürlich. So, dann habe ich also bei der Auktion bei eBay mit dazu bekommen. Hier 12 Sägeblätter. Diese Schrubbsägeblätter. Halt, so. Rundsägeblätter oder Schrubbsägeblätter, wie man die auch nennt. Die sind also allseitig schneidend. Das heißt, die haben ringsrum. Mal sehen, kann man das sehen, wenn ich die mal rausnehme hier. Schauen wir mal. Ja, man sieht es. Mal sehen, wenn ich weiß drunter lege, ob es denn besser zu sehen ist. So. Ja, da sieht man das. Also die haben also auf jeden Fall überall kleine Verzahnungen, sodass man also praktisch, das ist also dafür gedacht, dass man also nach vorne, nach hinten, dann nach rechts, nach links, du kannst also in alle Richtungen, sagen wir mal, wir würden jetzt hier anfangen zu sägen, hier, da, dann kannst du mit diesem Blatt nicht nur rund, ganz enge Radien, sondern auch zurück, vor, da lang, so, so, hin und her und wieder raus. So, dann kannst du natürlich mit Standardsägeblättern nicht so unbedingt machen. Und dann habe ich hier noch ein paar Sägeblätter. So ein Set, Komfortset. 03, 5, 7, 9 und M3 oder 3M, wie sich das nennt. So, und dann sieht man hier also, da sind ganz feine Blätter bei. Ich lege das mal hier auf. So. So. Also 0 sind die ganz feinen. 3 sind die Standard. Die hier, die 5er zum Beispiel. Die 5er und die 7er. Und die, also sagen wir mal so, die 5er und die 7er sind für Hartholz. Also das ist für die unterschiedlichen Holzsorten. So, fangen wir mal an. Also die Nuller und die Dreier. Die Nuller ist für Weichholz, für also Balsaholz oder so, also ganz weiches Holz. Der Dreier, würde ich mal sagen, wäre ein normales Blatt. Das müsste dem Blatt hier entsprechen ungefähr. Dieses Blatt, was ich hier eingespannt habe. Oder es wird schon Fünfer, das könnte schon Fünfer sein. So, und ab 5, was hier drin liegt, ab 5. Hier, da ist die Zahnung sehr weit auseinander. Das heißt, der Span wird besser vom Material weggeholt.
weniger Ausrisse und man nimmt dann diese Blätter, also ich würde sagen 7 und 9 und das M3er nimmt man dann für Hartholz oder für Metalle. Also Metall kann man ja damit auch sägen, das heißt also Metall, kein Edelstahl, aber zum Beispiel kann man damit sägen Aluminium, Messing, also alles was Weichmetall ist. So, dann nicht vergessen, wir haben hier so einen Anschlag, so Parallelanschlag hier für die Maschine und einen Winkelanschlag für die Maschine. So, ich glaube, ich habe euch alles soweit erläutern können. Wir werden jetzt mal einen Schnitt machen, damit ihr seht, wie man mit dem Ding schön schneiden kann. Das nehmen wir raus. So, also, der Sägevorgang beginnt mit der niedrigsten Hubzahl. Schnittkante, die Schnittkante, schön glatt, schön gerade. Also ich glaube nicht, dass die 90 Grad ist, aber das ist jetzt auch nicht wichtig, ist Freihand gewesen. Ich habe vorhin schon mal einen kleinen Vorschnitt gemacht und zwar 45 Grad Winkel. Hier ist der Anschlag. Der kommt dann hier rein und dann habe ich hier so schön, zack, ihr seht 45 Grad. Schaut euch das an, Ast rein, ob so rum oder so rum, ist egal. Ein bisschen abgeschliffen, dann ist diese Kante nicht mehr sichtbar, schön geklebt, kannst du ein Passepartout machen, Bilderrahmen etc. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben von meiner Dekupiersäge, also meiner, sagen wir mal, meiner Säge mit Motor. Und wir sehen uns dann beim nächsten Werkstatttreff mit vielleicht einem neuen Gimmick. Vielleicht habe ich dann mal eine Bandsäge oder eine Kappsäge oder wer weiß was. Also wir sehen uns auf jeden Fall demnächst dann wieder. Bis dann. Ach so, und nicht vergessen, immer Schutzbrille aufsetzen. Und wenn euch der Vibrationslärm zu laut ist, gibt es auch einen Gehörschutz. Das nur für die Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Wir sehen uns.